Future heißt das Lebensmotto einer Generation zwischen Disco und Demo. Der Glaube an die alten 68er-Ideale ist längst verloren gegangen. Und während die einen auf der Suche nach neuen Werten sind, verlieren sich die anderen im Samstagnachtfieber oder steigen radikal aus der Gesellschaft. Es ist ein Disco-Jahrzehnt gewesen. Ja, Disco, das war eher ein Feindbild für uns. Disco habe ich gehasst wie die Pest. Deutschland Ende der 70er. Der Disco-Sound spaltet die Nation. Von den einen gehasst, zelebrieren sich die anderen dazu auf der Tanzfläche. Höhepunkt einer Entwicklung, die ein paar Jahre zuvor begann. Schwarze Musik bricht derzeit überall Umsatzrekorde. Soul-Platten sind weltweite Hits. Und der sogenannte Philadelphia-Sound scheint eine neue Tanzbegeisterung auszulösen. Mit opulenten Streicherarrangements und 120 Beats per Minute schmeichelt sich der Sound of Philadelphia auch in die deutschen Gehörgänge. Künstler wie Barry White oder MFSB landen Top-10-Hits. Und mit Marianne Rosenberg hat die Nation sogar ihren ersten Dancefloor-Star. Sie konnte die Fans begeistern mit ihren Themen. Er hat auch die jungen Leute angesprochen. Er gehört zu mir. Er gehört zu mir, ein Lied, mit dem ich mich identifiziere. Nicht allein des modernen Sounds wegen, sondern auch des Textes. Er gehört zu mir. Der Schlagersängerin gelingt mit dem Philly-Sound ein grandioses Comeback. Doch die heimischen Popproduzenten streben nach Höherem. Sie wollen den internationalen Markt erobern. Frank Farian ist natürlich wahrscheinlich das größte Pop-Genius, was Deutschland je hervorgebracht hat. Der Mann konnte mit seinem Equipment umgehen. Das ist ja kein Riesenmusiker, das ist ein Riesentechniker. Mit einem guten Ohr, das ist Giorgio Moroder. Er hat einen originalamerikanischen Sound in Deutschland produziert und in Amerika millionenfach an den Fan gebracht. Der Produzent heißt Michael Kunz und er sagt, eigentlich ist es eine Frechheit, wir haben den Amerikanern Coca-Cola verkauft. Michael Kunze gelingt mit Silver Convention, was noch keinem Deutschen vor ihm gelang. Platz 1 in den amerikanischen Charts. Disco Made in Germany wird über Nacht zum Exportschlager. Die Produktion von Kunze, Moroder und Farian, Welthits. Wir waren eigentlich die Einzigen, die auch dann weltweiten Erfolg hatten. Und das lag dran, dass wir gemerkt haben, wir können es genauso gut wie die Amerikaner oder wir können es vielleicht sogar noch besser. Und ich würde sagen, ja, wir waren teilweise besser. So viele Platten, wie wir verkauft haben, zusammen, hat niemand verkauft. Wenn ich aber die ganzen Trophäen hier herschleppen hätte müssen, ich glaube, ich hätte einen Schubkarren hier auf die Bühne schleppen müssen. Helft ihr mir mal ein bisschen hier? Goldene Platten gibt es für Daddy Cool. She's crazy like. Deutsche Disco-Acts werden zu Stammgästen in den internationalen Hitparaden. 22 Mal steht Frank Farian mit Bonnie M. in den englischen Top 10. Ein ähnliches Kunststück gelingt Giorgio Moroder mit Donna Summer. 8-mal Top 10 in den USA. Das spanische Damenduo Baccarat wird in Hamburg produziert und erreicht in England Platz 1. Doch nicht nur im Westen feiert man Erfolge. Disco ist, soweit ich mich erinnere, das einzige gewesen, was von Anfang an gefördert wurde, was von Anfang an importiert worden ist, weil man es sehr gut benutzen konnte, um gegen jede Art, also dieser gefährlichen Politisierung, man muss nochmal an die Zeit erinnern,
seit der Biermann-Auseinandersetzung, was gegen diese gefährlichen Politisierungen benutzt werden konnte. Beststars werden für teure Devisen oder Meißner Porzellan ins Land geholt und umjubelt. Opium für das Volk. Man wurde dort gefeiert wie Michael Jackson heute, wenn er kommt. Kann man sich nicht vorstellen, was los war, wenn man dort auftrat. Unglaublich. Volksaufstand. So um 10 in der Disco fiel ein Mädchen mir auf. Auch volkseigene Disco-Acts werden ins Rennen geschickt. Mit den aufwendigen Produktionen des Klassenfeinds können sie allerdings nicht Schritt halten. Schwarz ihre Haare, knapp 17 Jahre und ihre Augen schön. Eine eigenständige Disco-Musik konnte es nicht geben. Es fehlen die technischen Möglichkeiten, um also diesen transparenten Sound zu produzieren. Das funktioniert ja nur, wenn man, das ist ja ein wesentliches Kennzeichen von Disco, ein Sound, der nämlich auch bei Abstrahlung in großen Räumen mit großen Lautstärken absolut transparent bleibt. Ganz anders in Westdeutschland. Technisch auf dem neuesten Stand werden die Produktionen immer ausgefeilter. Vor allem das Münchner Musicland Studio gilt bei vielen Produzenten als erste Adresse. Die Musicland Studios waren was Besonderes. Der Giorgio und Michael Kunze und Frank Farian, wir haben auch in dem gleichen Studio in München produziert. Und wir haben die gleichen Musiker benutzt. Es hat angefangen, dass wir keinen Schlagzeuger hatten. Da haben wir den Keith Forsey, einen Engländer, gefunden, vor 3-4 Jahren. Der hat dann einen Freund gehabt, Gary Anwin, der gut Bass gespielt hat. Dann ist einer aus Finnland gekommen, der gut Keyboard spielt. Und es hat sich doch ein bisschen so herausgestellt, dass wir eben mit den Leuten etwas besser, muss ich sagen, gearbeitet haben. Wenn man diese Truppe hatte, da hatte man, konnte man auch sagen, das ist eine englische internationale Produktion. Eine Produktion, bei der aber letztendlich nur einer entscheidet, der Produzent. Es war eine Produzentenmusik. Sie war hoch erfolgreich, sie war handwerklich hervorragend gemacht und sie war kalkuliert. Und wir waren die Marionetten. Ich habe von Anfang an gesagt, Frank Farian ist das fünfte Mitglied von Boney M. Und die Stimme, die tiefe Stimme, ist meine Stimme und nicht Bobby Farrell. Wen interessiert schon, ob ein Disco-Sänger wirklich singen kann? Viel wichtiger ist das richtige Image. Um Gottes Willen, die tanzen so erotisch, exotisch. Was sagt denn das deutsche Publikum dazu? Habt ihr da mal so Schwierigkeiten gehabt, dass Leute sagten, also die Gruppe möchten wir bei uns in der Stadthalle nicht auftreten lassen? Oh, oh nein, das lief jetzt nicht. Wir haben gesagt, wir sind scharf. Wir sind scharf. Eigentlich sehr knackig. Ja, die sahen auch meistens sexy aus, weil nach dem Motto, die Leute hören auch mit den Augen. Das war auch ganz wichtig. Ein hässlich aussehender Sänger, der Dance-Musik macht, hatte damals null Chance. Also ich war so sexy wie ein Handstaubsauger, für meine Begriffe. Ich habe mir gerade vor ein paar Monaten, habe ich mir Bänder von damals angesehen. Also ich weiß nicht, was man da sexy finden kann. Ich war eine sichtlich fehlbesetzte, gehemmte junge Frau. Das waren schon provozierende Texte und das konnte man auch damals gut machen. Man konnte die Leute damit auch ein bisschen schocken. Und wenn Patti LaBelle singt, Voulez-vous coucher avec moi, also denke ich, da können wir auch hier singen, wenn es mit mir schlafen geht. Sex sells. Keine Werbung, keine Show, in der nicht kräftig mit Busen und Po gewackelt wird. Dagegen haben wir natürlich auch rebelliert, zu sagen, also die Frauen
benutzt man und sie lassen sich benutzen. Sehen die das dann überhaupt nicht? Sind die sich nicht zu schade, da irgendwie nur auf eines reduziert zu werden, nämlich auf das Sexobjekt? Höchste Zeit für Frauenpower. Alice Schwarzer gründet die Zeitschrift Emma, Weiberräte entstehen, das Frauenimperium schlägt zurück. Ich muss sagen, ich habe damals in der WG gelebt, das heißt, das Ganze war also alles noch so ein bisschen Secondhand-mäßig. Das ging also, obwohl wir nun nie so jetzt so Müsli-Typen waren, aber das ging durchaus. Ich erinnere mich noch, die Frauen in der WG, die trugen dann tatsächlich auch diese berüchtigten Latzhosen, von denen immer noch die Rede ist. Ich habe sie damals, muss ich zugeben, auch gerne getragen, weil ich mich irgendwie dazugehörig fühlte. Und man konnte sie schon irgendwie so erkennen, ah ja, das ist auch so eine, braucht man nicht viel zu reden, alles klar. Er tut das alles, was sonst die Frau so macht. Wenn ich gerade der geborene Macho ist, hat's schwer. Männer müssen Hausarbeit machen und noch schlimmer, Gefühle zeigen. Es ist so, dass für mich Zärtlichkeit ein unheimlich wichtiger Faktor ist. Dass ich also mir heute zwar vorstellen könnte, längere Zeit ohne sexuelle Kontakte auszukommen. Also, naja, sexuelle Kontakte. Ich meine jetzt ganz konkret, ohne Bumsen auszukommen. Aber ich könnte mir schlecht vorstellen, dass ich längere Zeit ohne Zärtlichkeit auskomme. Also ohne zum Beispiel mal eine Frau in den Arm zu nehmen. Es war natürlich eine ziemlich lustfeindliche Zeit. Also richtig mal wieder Spaß haben beim Sex, ohne dass geredet wurde erstmal eine Stunde vorher. Das war für manche ziemlich hart, ja. Mann, wurde über alles geredet. In Berlin fingen die Leute an, in die Therapien zu rennen. Das war irgendwie angesagt, ob man nun große Probleme hatte oder nicht. Man machte mal hier und da eine Gruppentherapie, ein Wochenende mit Psycho. Das war alles aufregend und wild. Auch hier geht es um Identitätssuche, Ich-Findung. Vor allem aber um Angstbewältigung. Katharina, mach mir Mut und halte mich. Gibt's morgen auch kein Wiedersehen? Ich bin doch der Blinde, darum führe mich. Du kannst im Dunkeln gehen. Nur weil ich vermute, dass ich sehend bin, brauch ich doch nichts erkennen. Komm, wir schmeißen einfach alle Regeln hin. Du zeigst mir, wie man sieht. Was tun also, fängt dieser humanistisch suchende Typ natürlich an, so innere Werte zu suchen. Und deswegen kam er auf die Mannrolle, Therapien, Gruppensitzungen, Sexualität und werde, was du bist. Die Mittelmäßigkeit verhindert jeden Streit. Mittelmäßigkeit verhindert jeden Streit. Liedermacher wie Klaus Hoffmann oder Konstantin Becker bewegen mit ihren Texten auch das Gefühlsleben Heranwachsender. Die Jugend entdeckt die Poesie. Ich liebe die deutsche Sprache, ich liebte sie immer schon. Und ich habe mir diejenigen ausgesucht, die meines Erachtens die Meister dieser Sprache waren. Und da kommst du, wenn man an dieses Jahrhundert denkt, kommt man an Rilke und Ben nicht vorbei. Man könnte auch Brecht sagen natürlich. Aber Brecht hat nicht, trotz seiner ungeheuren, tollen Begabung, als Lyriker vor allem, hat er nicht diese Magie, die Rilke und Ben haben. Nichts wie runter auf die Straße und dann renn ich jungen Hunden hinterher. An den Häusern klebt der Sommer und die U-Bahn-Schächte atmen schwer. Ich werde nie vergessen, wie ich eines meiner letzten Konzerte oder Auftritte im Bayerischen Rundfunk habe, bei irgendeinem Ball oder so. Oder in irgendeiner der Veranstaltungen. Da kam Konstantin Wecker und sang Gestern haben sie einen Willi der Schlamm. Und da war er noch nicht so spitzenmäßig drauf, also von seiner Qualität ja, aber nicht vom Verkauf her. Und da habe ich nachher zu ihm gesagt, Mensch, Konstantin, das ist ein Wahnsinnslied. Da hat er gesagt, Moins? Da habe ich gesagt, du brauchst mich nicht fragen, das ist ein Wahnsinnslied.